Die Sommersession hat leider wieder ein paar absolut absurde Forderungen geboren. Die wären nicht denkbar ohne die Unterstützung von sogenannten bürgerlichen Parlamentariern. Ob neutralitätswidrige Panzerlieferungen, das Bleiberecht trotz 10 Jahren Sozialhilfebezug oder Stimmrechtsalter 16. Die Linken und die Mitte-Linken triumphieren. Hören Sie selber. Bei den ganzen Panzerdiskussionen im Parlament bin ich möglicherweise der Einzige unter den nationalen Ständeräten, wo schon gefechtsmässig in einem Panzerleopard 2 gesessen ist. Der Nationalrat hat beschlossen, 25 Panzerleopard 2 aus Beständen der Schweizer Armee an Deutschland zu liefern, wo seinerseits Panzer an die Ukraine geliefert hat. Ein primitives Bubendrickli. Man kann nicht neutral sein, wenn man die Waffen von einem Land ersetzt, das eine Kriegspartei unterstützt. Und wir brauchen diese Panzer dringend selber. Mit dieser Lieferung reduzieren wir eindeutig die Kampfkraft der Schweizer Armee. Die SP-Nationalrätin Samira Marti ist mit dem Vorstoss «Armut ist kein Verbrechen» auch im Ständerat durchgekommen. Man höre und staune. Ausländer sollen künftig ihr Aufenthaltsrecht auch dann nicht verlieren, wenn sie seit 10 Jahren von der Sozialhilfe abhängig sind. Damit können sie natürlich auch eingebürgert werden. Dabei war diese Bestimmung eine von denen, die das Parlament der SVP-Durchsetzungsinitiative als Gegenvorschlag entgegengesetzt hat, um so die Abstimmung vor dem Volk zu gewinnen. Jetzt, meine Damen und Herren, ist auch das Makulatur. Was hier entschieden worden ist, ist gegenüber den Stimmbürgern ein Skandal. Solche Fehlentscheide, die die Steuerzahler müssen ausbaden und die unsere Sozialwerke ruinieren, wären nicht möglich ohne bürgerliche Unterstützung. Unterstützt haben das linke Anliegen im Ständerat alle Romo, aber auch der FDP-Vertreter Andrea Garoni aus dem Appenzell Ausserrhoden und Matthias Michel aus dem Kanton Zug. Obwohl praktisch alle Kantone dagegen sind, hat der Nationalrat erneut knapp für Stimmrechtsalter 16 gestimmt. Der Triumph wäre der Linken nicht gelungen, wenn nicht ein Teil der Mitte-Fraktion zugestimmt hat. Die Linken erhoffen sich von den noch unmündigen, wirtschaftlich nicht handlungsfähigen, nicht steuerpflichtigen 16- und 17-Jährigen natürlich mehr linke Stimmen. Diese Altersgruppe ist besonders gut manipulierbar, wie man ja bei der Klimajugend und den Strassenklebern sieht. Und unsere direkte Demokratie geht meistens um Sachabstimmungen. Und das heisst meistens ums Geld verteilen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Video der Woche. Statt als Erwachsene über die Jungen zu reden, hören wir mal, was die Jungen über die Erwachsenen sagen. Das war allerdings im Jahr 1960 und die junge Dame ist heute 80. Gegen was lehnen Sie sich auf? Ja. Am meisten gegen das, dass Sie immer eine Dumme haben. Wer? Ja, Wehrrecht hat die Eltern. Reden Sie von Ihren Eltern speziell oder im Allgemeinen von den Eltern? Ja, so ungefähr im Allgemeinen. Und warum haben Sie eine Dumme, um mit Ihnen zu reden? Ja, wenn wir mal einen Furtwot am Abend machen, sind es Höllen Mais. Ja, überhaupt. Dürfen Sie nicht allein ausgehen? Ja, nein, und am Sonntag, wenn einem einer kommt, zum Fortgehen. Ja, dann muss man doch zuerst noch eine Viertelstunde mit den Eltern spazieren, da kann doch sein, was will. Ja. Was halten Sie von der freien Liebe? Ja, eigentlich nicht gerade viel. Ich meine, stehen Sie positiv dazu, oder? Ja, manchmal schon, manchmal nicht.
Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.